Nina Eichinger ist zum ersten Mal schwanger. Und endlich darf das auch jeder sehen. Bei der Movie Meets Media in Berlin präsentiert die schöne Moderatorin erstmals ihre Babykugel und verrät auch, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Wann wird das Baby kommen? Im Sommer. Das Babyglück ist der strahlenden Baldmama schon jetzt anzusehen. Noch ist die Schwangerschaft aber ganz frisch. Da darf natürlich noch gearbeitet werden. Bequeme Turnschuhe und am Abendkleid machen es möglich. Dass sich was am Körper verändert hat, ist aber nicht zu übersehen. Ja, alles ganz, also wirklich alles ganz normal. Ich habe zugenommen. Was ja auch normal ist dann. Ja. Ja. Ob in der Babykugel ein Junge oder ein Mädchen heranwächst, will oder kann Nina aber leider noch nicht verraten. Wir hoffen ein menschliches Baby, das hoffentlich auch noch gesund ist. Das hoffen wir auch und wünschen weiterhin eine so entspannte Schwangerschaft.